unser Arbeitgeber hat uns via Internet die Möglichkeit gegeben, verschiedene Sachen einzurichten, so dass sich einfach der Mitarbeiter wohlfühlt am Arbeitsplatz. Letztes Jahr hatten wir eine Einführung, das mit dem eine Info durch den Arbeitgeber, wo uns dann jemand darauf hingewiesen hat, wie man richtig sitzt. Und ja, das war es eigentlich. Ja. Die Informationen, die ich habe, habe ich mir selbst zugelegt. Die Aufklärung muss sehr fundiert stattfinden, dass sie auch einen Nutzen bringt. Und deshalb scheuen sich gewisse Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das noch anzugehen. Studien belegen, dass etwa 30-50% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, welche im Büro arbeiten, über körperliche Beschwerden klagen, die durchaus auch als Ursache bei der Einrichtung des Arbeitsplatzes zu suchen sind. Und demzufolge kann man schon davon sprechen, dass viele Leute davon betroffen sind. Studien vom SECO geben auch noch höhere Zahlen an. Also man kann eigentlich von einer Volkskrankheit sprechen. Und die Arbeitsweise spielt eine große Rolle. Ich muss mir den Stuhl so einrichten, dass ich möglichst bequem und gut unterstützt sitzen kann. Wichtig ist, dass ich mit aufgerichteter Wirbelsäule an der Rückenlehne anlehne und dass das Sitzen wirklich entspannt möglich ist. Durch das Einstellen der Tischhöhe erreiche ich, ob ich die Schultern entspannt habe oder nicht. Das heißt, dass die Unterarme locker auf dem Tisch aufliegen in einem Winkel von 90 Grad. Ich ziehe die Tastatur dahin, wo meine Hände auf dem Tisch zu liegen kommen, und die Maus bediene ich auch in dieser Körperhaltung. Der Bildschirm steht frontal in einer Distanz, dass ich die Zeichen gut lesen kann. Und die Höhe des Bildschirms sollte etwas unter Augenhöhe sein, damit ich ganz entspannt nach unten schauen kann. Wichtig ist, dass wir 2-4 Mal pro Stunde kurz aufstehen können. Und dazu eignet es sich, dass wir so ein Stehmöbel einrichten, das uns hilft, gewisse Arbeiten im Stehen durchzuführen. Man hat mir da erzählt, dass eben zum Teil gewisse Ursachen oder Krankheiten durch das behoben werden können, und was eigentlich noch sehr eindrücklich ist. Ja. Wenn man im Büro den ganzen Tag arbeitet, ist eine gute Haltung sehr wichtig. Sonst bekommt man Verspannungen hier, am Rücken, am Kopf, in den Achseln. Bei chronischen Nacken- und Schulterschmerzen spielt in erster Linie die Bewegung eine wichtige Rolle. Dazu schicke ich meine Patienten regelmäßig in die Physiotherapie, wo sie wieder richtige Bewegungsmuster erlernen und auch ein physiotherapeutisches Heimprogramm bekommen. Reicht dieses nicht aus, können Schmerzmittel eingesetzt werden. Synthetische, allopathische Schmerzmittel wirken sehr spezifisch, indem sie an Rezeptoren binden, welche die Entzündungskaskade hemmen. Pflanzliche Mittel hingegen stellen stets ein Vielstoffgemisch dar, wodurch nicht sämtliche Rezeptoren besetzt werden, was auch die bessere Verträglichkeit erklärt. Die Phytotherapie spielt eine große Rolle in der Behandlung von Schulter-, Nacken- und Rückenschmerzen. Leider wird sie häufig noch viel zu wenig eingesetzt. Gute Erfahrungen habe ich gemacht, indem Schmerzmittel mit pflanzlichen Mitteln kombiniert werden. Als weitere Möglichkeit kommen natürlich auch die Akupunktur und diverse Entspannungsverfahren in Frage. Weitere Möglichkeiten sind physikalische Maßnahmen, also die Zuführung von Wärme oder Kälte, zum Beispiel in Form von Fango-Packungen oder Sole-Packungen, von Heublumenwickeln oder in Form eines Wärmekissens oder eines Warm-up-Nacken- oder Rückenwärmers.